Wir befinden uns im Naturschutzgebiet Kőszeg an der österreich-ungarischen Grenze. In Österreich und Ungarn gibt es eine Reihe ähnlicher Naturschutzgebiete von nationaler Bedeutung, die in unter besonderem Schutz stehen. Der Wald steht vor Wanderern und Fahrradfahrern offen, aber es ist unser gemeinsames Interesse, das Gebiet so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Während Radeln können wir im Wald in erster Linie weggeworfene Plastikflaschen und Dosen von Energiegetränken sehen. Wir können mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir unsere Getränke in Trinkflaschen mit uns führen und keine Einwegflaschen und Dosen benutzen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir alles, was wir mit uns in den Wald bringen, wieder aus dem Wald mitnehmen. Valamint nagyon fontos üzenet az, hogy aki amit felhoz magával a hátizsákjában, azt le is tudja vinni. Vor einigen Jahren gab es eine sehr gute Initiative seitens der Förstereien. Die Abfallbehälter an den Ausflugszielen wurden entfernt und die Touristen und Waldbesucher gebeten, die Abfälle ausschließlich in die großen Mülltonnen an den Parkplätzen zu werfen. Das heißt, jeder bringt ihren, seinen Müll vom Ausflugsziel wieder zurück. In solchen Berggebieten verursacht es jemanden immer zusätzliche Arbeit, dass der Müll wieder dahin zurückgelangt, wo es hingehört.